Nachdem die Spendengala in Pullman, Cologne, ein Lied für Haiti, ein voller Erfolg wurde, ging nun der erste Hilfscontainer auf Reisen. Das User-Team der deutschen Erdbebenrettung unter der Leitung von Frank Schultes geleitete diesen Container sicher an sein Ziel. Das Kinderkrankenhaus St. Damien, der kleinen Brüdern und Schwestern in Port-au-Prince. Wir sind hier genau gegenüber vom Kinderkrankenhaus St. Damien in Tabar. Und das hier ist ein Programm, was direkt nach dem Erdbeben losgegangen ist. Es ist ein Tagescamp für Kinder aus Zeltstätten. Hier sind ungefähr 230 Kinder täglich aus zwei verschiedenen Zeltstätten in der Nähe. Und es ist eines von 15 Teams von jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die hier jeden Tag Aktivitäten organisieren für die Kinder, Schulunterricht im kleinen Stil machen, also Französisch, Rechnen, Geschichte. Und die Kinder kriegen jeden Morgen, wenn sie ankommen, Frühstück. Vor dem Mittagessen gibt es eine Dusche, weil das Wasserproblem in den Zeltstätten nach wie vor gravierend ist. Dann Mittagessen und gehen nachmittags gegen 15 Uhr wieder nach Hause. Malin Kabila.
zwar jetzt 3 Monate nach dem Erdbeben, aber ich glaube, eine der größten, das Dringendste für viele Leute ist nach wie vor Zelte. Die Situation in den Zeltstätten hat sich geringfügig verbessert bezüglich der Zelte. Es gibt mittlerweile mehr Leute, die Zelte haben. Trotzdem gibt es noch viele, viele, die in provisorisch zusammengezimmerten Hütchen wohnen, mit Bettlaken planen. Und vor allem jetzt, weil die Regenzeit angefangen hat, ist die Situation natürlich noch viel gravierender für alle. Der Regen weicht alles auf und ein notdürftig zusammengezimmertes Ding schützt in der Regel nicht gegen Regen oder irgendwas anderes. Also ich würde sagen, Zelte ist nach wie vor seit Beginn eigentlich die größte Notwendigkeit.